Moin moin Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem Video, und in diesem Video möchte ich euch jede Menge Content geben, wie du endlich deinen eigenen Online-Shop starten kannst und was du alles dafür brauchst. Ich möchte dir in diesem Video eine extrem ausführliche Liste vorstellen. Viel Spaß! Bevor wir mit der ganzen Prozedur hier starten, möchte ich dir einmal dieses Magazin vorstellen, das Erfolgsmagazin. Vielleicht kennt das der ein oder andere auch schon von euch, wo ich unter anderem auch einen relativ langen Beitrag zugeschrieben habe. Das heißt, wenn du den noch nicht gelesen hast, kannst du dir dieses Magazin einmal kaufen. Das kostet, glaube ich, 5 Euro. Hier gibt es nochmal einen Beitrag, warum Familie zum Business gehört. Eine ganze Seite lang wurde ich hier interviewt und habe hier alle Fragen beantwortet und hier mal so ein bisschen meine Geschichte erzählt, wie ich dahin gekommen bin, wo ich heute stehe. So viel dazu, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen des Videos, und zwar gibt es eine To-Do-Liste, wenn du deinen eigenen Online-Shop starten möchtest. Und ohne so eine To-Do-Liste wirst du über einige Probleme stolpern, beziehungsweise wirst manchmal an Stellen stehen, wo du jetzt gar nicht weiterkommst. Und ich möchte dir diese Liste einmal zeigen. Diese Liste ist sehr, sehr, sehr ausführlich von uns geschrieben. Da steht alles drin, und wenn man überall einen Haken gemacht hat, dann bist du bereit, deinen eigenen Online-Shop zu starten. Und wenn du allein schon diese Aufgaben liest, dann weißt du auch schon automatisch, was du machen musst. Diese Liste gibt es zum Beispiel für unsere Coaching-Teilnehmer. Alle Coaching-Teilnehmer bekommen von uns diese Liste hier an die Hand. Und wenn die jeden Punkt abgearbeitet haben, ist man quasi bereit, online zu gehen. Ich kann dir diese Liste einfach mal zeigen, wie das Ganze so aufgebaut ist. Das sieht dann quasi so aus, dass man hier auf der linken Spalte immer die Aufgaben quasi hat. Dann hat man danach die Spalte den Status. Wie ist es? Ist es gut? Ist es nicht gut? Muss es kontrolliert werden? Wenn ja, von wem? Und muss das Ganze dann nochmal gecheckt werden? Das sind über 200 Aufgaben, die hier zu tun sind. Ich zeige euch das einfach mal so in die Kamera. Das sind extrem viele Aufgaben, und ich möchte euch heute einfach mal ein paar dieser Aufgaben vorstellen, beziehungsweise erstmal so die wichtigsten Aufgaben, die wir haben, wenn wir jetzt vom Start sprechen. Also erstmal so die anfänglichen To-Dos, beziehungsweise diese To-Dos, die wir auf der ersten Seite finden. Die möchte ich jetzt einfach mal ansprechen. Und das sind nämlich die Sachen, die man machen muss, bevor man sich dann irgendwann auf der Seite 3, ist das bei uns, auf Seite 3 erst den Shopify-Account erstellt. Denn es gibt so viele Dinge, die man davor machen muss, um überhaupt den Shop zu starten. Weil viele Leute fangen einfach an, direkt einen Online-Shop zu starten, was ja auch richtig ist. Man soll es ja auch einfach mal machen, einfach mal probieren, einfach mal sich mal so ein bisschen rumtesten, vergessen allerdings den ganzen Background, der dazugehört. Und diesen Background, den möchte ich euch heute mal so ein bisschen erklären. Und zwar fangen wir einfach mal mit den, ich sage jetzt einfach mal mit den allgemeinen To-Dos an, beziehungsweise die allgemeinen Vorbereitungen. Und zu den allgemeinen Vorbereitungen gehören unter anderem erstmal ganz klassische Dinge. Namensfindung zum Beispiel. Namensfindung ist eine Vorbereitung, die man auch auf jeden Fall treffen sollte. Zu den allgemeinen Vorbereitungen zählen unter anderem auch noch einen Ordner anlegen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie, was denn für ein Ordner? Das sind zwar alles jetzt kleine Punkte, aber ihr werdet euch wundern, wie enorm euch das helfen wird. Und mit Ordner meine ich einfach einen Projektordner anlegen, mit dem ihr arbeiten könnt. Also wo alles reinkommt. Dann macht ihr dann in diesen Ordner 7 weitere Ordner, wo ihr dann grafische Vorbereitungen habt, Preise, Produkte und so weiter und so fort, dass ihr alles immer auf einen Blick habt. Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Dann natürlich als nächstes sind das für mich die sogenannten Shop-Texte. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr schon ein paar Ideen gesammelt habt mit Namen, dann wisst ihr auch ungefähr, in welche Nische ihr gehen wollt, welche Produkte ihr verkaufen wollt. Das sollte man sich natürlich alles vorher überlegen. Und jetzt kommen die Shop-Texte dazu. Jetzt fragt ihr euch, okay, was sind denn Shop-Texte? Shop-Texte sind ganz normal einfach nur
Wie zum Beispiel, was soll auf der Startseite stehen? Ich zum Beispiel, ich kann es euch mal zeigen, habe ich jetzt gar nicht hier, wie ich das sonst immer mache. Ich bereite mir das quasi immer so ein bisschen vor und versuche mir immer schon grafisch im Kopf so ein bisschen darzustellen, wie soll denn überhaupt meine Webseite aussehen. Da mache ich dann zum Beispiel meistens, okay, hier oben zum Beispiel ist so dieser Additional Header, sage ich mal, wo jetzt zum Beispiel steht, kostenfreier Versand. So, das ist quasi ganz oben. Danach würde hier quasi so mein Logo kommen. Dann habe ich hier meine Menüleiste, die würde ich mir dann genau beschriften. Alles auf dem Blatt Papier und würde quasi meine erste Startseite mir grafisch auf dem Blatt Papier erstmal aufbauen, damit ich ungefähr weiß, okay, wie möchte ich diese Startseite haben. Inspiriere mich und vielleicht auch mal auf anderen Seiten, auf anderen, die da sind, wo ich vielleicht mit meinem Online-Shop, meiner eigenen Marke hin möchte und male mir das dann alles so Step by Step auf, um dann da zu schauen, okay, wie soll das überhaupt aussehen, dass ich mir das erstmal grafisch so ein bisschen vorstellen kann und kreiere dann separat dazu die sogenannten Shop-Texte, also die Menütexte, was soll auf der Seite stehen, bin ich irgendwie im Tierschutzverein oder sonstiges, um das alles nochmal so ein bisschen mit rauf zu bekommen. Als nächstes für die allgemeinen Vorbereitungen sind natürlich auch die Produktpreise. Denn ohne Produktpreise können wir gar nicht kalkulieren. Und wenn wir Produktpreise haben, dann können wir kalkulieren. Dann machen wir uns eine Excel-Liste. Bei uns im Coaching gibt es zum Beispiel auch eine Liste, womit wir Preise analysieren können, beziehungsweise erstmal Preise checken können. Okay, Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, Werbekosten und so weiter und so fort. Was für einen Produktpreis muss ich nehmen, damit ich überhaupt Gewinn generiere und damit ich nicht ins Minus komme. Dann gehört zum anderen auch noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt in die allgemeine Vorbereitung. Und zwar sind das die Rechtstexte, die viele ja immer vernachlässigen. Auch viele andere Coaches und Berater, die dich vielleicht in diesem Bereich hincoachen wollen, die vernachlässigen die Rechtstexte. Und Rechtstexte sind eigentlich das A und O. Ich habe vor kurzem von einem jemanden gehört, der nicht bei uns im Coaching ist, sondern durch unsere offizielle Dropshipping-Gruppe auf mich aufmerksam geworden ist. Er wurde abgemahnt, weil er einen Online-Shop online gesetzt hat, ohne Impressum. Geht natürlich nicht. Du kannst natürlich nicht deinen Online-Shop aufsetzen, ohne dass du ein Widerrufsrecht hast, Datenschutzerklärung, Impressum und so weiter und so fort. Das sollte man natürlich alles schon vorbereitet haben. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Zu den allgemeinen Vorbereitungen haben wir natürlich auch technische To-Dos beziehungsweise technische Vorbereitungen. Und zu den technischen Vorbereitungen, da haben wir so zwei kleine Vorbereitungen, die wir auch auf jeden Fall treffen müssen. Und das ist unter anderem einmal die Domain registrieren. Also das heißt, du musst deine eigene Domain erstmal registrieren. Okay, was muss ich dann überhaupt, was für einen Anbieter wähle ich aus? Ich würde dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, direkt schon Shopify-Anbieter zu nehmen. Kannst du natürlich machen, klar. Wir zum Beispiel, wir gehen immer zu All Intel, haben wir sehr gute Erfahrungen, ist günstig und man kann viele, viele, viele separate E-Mails erstellen. Und dazu kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Punkt, und zwar E-Mails. Weil du willst ja nicht deinen Shop online haben und dann da irgendwie im Kontakt drinstehen haben, kontakt@gmail.com oder so, sondern du willst ja kontakt@deinonlineshop.de, hallo@deinonlineshop.de und erstell dir mal so drei grundlegende E-Mails. Ich sage immer social media@deinonlineshop, accounting@deinonlineshop, kontakt@deinonlineshop und vielleicht noch finanzen@deinonlineshop.de natürlich oder .com oder wie auch immer. Und dann hast du diese technischen Vorbereitungen schon mal getroffen und das Ganze solltest du dann natürlich auch noch in eine Weiterleitung einwickeln. Das heißt, entweder du arbeitest mit einem Drittanbieter, mit einem E-Mail-Programm oder du arbeitest erstmal über dein ganz normales Postfach, wo du dann eine Weiterleitung einpflegen kannst. Das sind erstmal so die Grundsettings, sage ich mal, die wir so tun müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch Diverses. Ja? Also was ist denn jetzt Diverses? Wir haben auch diverse Vorbereitungen, die wir bei uns treffen. Ich schreibe das einfach mal hier hin. Diverse Vorbereitungen bei uns sind zum Beispiel natürlich auch die Shop-Texte. Und zu den Shop-Texten gehört auch Meta-Beschreibung. Ja, also eine
Meta-Beschreibung. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn eine Meta-Beschreibung? Meta-Beschreibung ist für das SEO wichtig, also für Google SEO-Ranking zum Beispiel, wo du diese Meta-Beschreibung halt einfach brauchst. Und diese Meta-Beschreibung besteht letztendlich meistens so aus 30 Wörtern ungefähr. Das heißt, muss ich unbedingt jetzt lange dafür recherchieren. Schau einfach mal, was haben die anderen für eine Meta-Beschreibung. Versuch deine Meta-Beschreibung da irgendwie mit reinzubringen, dass du in der Google-Suche auch wirklich gefunden wirst. Ich meine, das kann man später auch machen, aber wir machen sowas immer schon mal im Voraus. Dann solltest du dir natürlich auch noch überlegen nach den Kategorien. Was für Kategorien möchtest du anbieten? Wie viele Produkte hast du? Bist du in einer Nische? Hast du nicht so viele Kategorien? Bist du in einem General Store? Hast du wahrscheinlich mehrere Kategorien? Hast du Bestseller? Hast du Sale? Hast du alle Produkte? Oder wie auch immer. Das solltest du dir im Voraus überlegen und dann natürlich auch aufschreiben. Und dazu, zu diesen Kategorien, gehört dann natürlich auch als nächstes, ich sage jetzt einfach mal, Produkt. Beschreibung. Du hast ja im Vorfeld wahrscheinlich schon ein paar Produkte rausgesucht. Vielleicht hast du jetzt die ersten 10 Produkte, mit denen du starten willst. Und dazu solltest du dann auch schon anfangen, die ersten Produktbeschreibungen in einem Word-Dokument zu schreiben und vielleicht auch direkt schon in HTML umwandeln. Dann musst du es nämlich später in Shopify nämlich nur noch per HTML einfügen. Und das ist alles total easy going, wenn du das Ganze alles erstmal vorbereitet hast, weil dann ist es wirklich nur noch Copy and Paste, wenn du dann später den Online-Shop dann tatsächlich startest. Dann, was wir auch immer noch so ein bisschen vorbereiten, sind zum Beispiel FAQ. FAQ ist zum Beispiel, kennt jeder Frage-Antwort-Spiel, das bereiten wir vor. Das heißt, wir schauen uns schon mal an zu den Produkten, okay, was könnten da für Fragen stehen, was stellt man eventuell für Fragen und versuchen dann diese da dementsprechend dann schon mal mit einzubauen. Zu Diverses gehört unter anderem dann auch schon Instagram sowie auch Facebook. Das heißt, wir machen ein Facebook plus den Instagram-Account. So, Facebook und Instagram-Account und machen da dann schon mal die ersten Analysen. Das heißt, wir schauen uns schon mal die Werbeanzeigen an von der Konkurrenz oder von Wettbewerbern zum Beispiel. Wir schauen, okay, wer ist auf dem Markt aktiv und gibt es schon irgendwie eine Werbeanzeige, gibt es eine Ad? Wir schauen uns diese Ad an, was können wir bei dieser Ad vielleicht anders machen? Ist es eine Video-Ad? Wenn ja, was fehlt vielleicht in der Video-Ad? Das heißt, wir suchen uns hier dann tatsächlich schon die ersten Sachen raus, um auch wirklich schon mal die ersten Sachen zu starten. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil bevor wir überhaupt mit dem Ganzen hier starten, beziehungsweise mit unserem Online-Shop, schauen wir uns immer erst die Ads an, was können wir überhaupt für Ads platzieren, was können wir für Ads bauen, und das ist bei uns auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie ihr seht, auf unserer Liste ist es ein extrem langer Punkt, deswegen will ich den jetzt nicht komplett vorstellen, weil das würde jetzt hier auf jeden Fall den Rahmen dieses Videos sprengen. Was ich dir jetzt noch gerne einmal mit an die Seite geben möchte, was ich dir auch auf jeden Fall empfehle, im Voraus erstmal zu machen, ist die Grafik. Die grafischen Voreinstellungen beziehungsweise die grafischen Vorbereitungen. Du musst ein Logo in diversen Formaten erstellen. Du musst ein Logo für dein FAQ-Bild eventuell erstellen. Entschuldigung. Und du musst Titel haben für deine Kollektionsbeschreibungen. Du musst die Social Media Kanäle mit Logos füttern. Du musst Headers haben. Produktbilder sind auch wirklich das A und O. Und du kannst nicht einfach von AliExpress die Produktbilder nehmen und einfach auf dein Profil hochladen beziehungsweise auf deinen Shopify Shop, sondern die sollten schon vorher im Vorfeld bearbeitet werden. Und das ist extrem wichtig, dass du das auf jeden Fall im Vorfeld machst, weil sonst machst du dir das Leben etwas zu schwierig, weil sonst bist du in Shopify wieder zugange, dann hast du keine Lust, die Produktbilder jetzt zu machen, dann machst du jetzt erstmal wieder das, dann machst du das, dann machst du das. Deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, dass man wirklich eine Liste abarbeitet und nach dieser Liste arbeitet. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen kurzen Video einmal kurzen Einblick zu den allgemeinen To-Dos so ein bisschen nennen oder generell zu den To-Dos, die man so im Vorfeld treffen sollte. Das sind natürlich bei weitem noch nicht alle. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal 10 Punkte von, ich glaube, 40 Punkten auf der ersten Seite dir vorgestellt. Wenn du diese Liste wirklich komplett abarbeiten willst und wirklich mit
System arbeiten willst und wirklich systematisch arbeiten willst, dann bewirb dich auf unser Dropshipping Master Coaching. Den Link dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich persönlich in unserem Coaching antreffen darf und verbleibe in diesem Sinne mit freundlichen Grüßen und wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Liebe Grüße, dein Kevin Helfenstein.